Grüß Gott, ich bin Bill Moeller, der neue amerikanische Generalkonsul hier in München. Und ich freue mich zurück in schönen Bayern zu sein, mit dem ich eine lange Beziehung habe. Ich bin zum ersten Mal als zweijähriges Kind hier gekommen, als mein Vater, ein Offizier in US-Heer, nach Nürnberg versetzt wurde. 20 Jahre später, in den 80ern, bin ich zurückgekommen, als ich selbst mit der US-Armee in Bad Tölz stationiert wurde. Meine Erfahrungen als junger Soldat haben mich so geprägt, dass ich entschieden habe, eine Karriere als Diplomat anzustreben. Jetzt bin ich schon 19 Jahre im Auswärtigen Dienst und es fühlt sich gut an, wieder nach Bayern zurückzukehren. Ich bin nicht allein nach Bayern gekommen. Meine Frau Nancy und eins unserer drei Kinder sind nach mitgezogen. Die anderen zwei Kinder studieren an Universitäten in den USA. Sie werden uns aber sicher an Weihnachten besuchen und wir freuen uns darauf. Ein Wort über meine Arbeit als Generalkonsul. Während der nächsten drei Jahre möchte ich die erfolgreiche Arbeit meiner Vorgänger fortsetzen und die sehr guten amerikanisch-bayerischen Beziehungen weiter stärken. Das schließt viele verschiedene Bereiche ein, zum Beispiel Sicherheitspolitik, Wirtschaft und Handel, Austauschprogramme und das Aufbauen bedeutsamer persönlicher Kontakte zwischen Amerikanern und Bayern. Nicht zu vergessen die Dienste, die wir als Generalkonsulat US-Bürgern bieten. Etwa 25.000 US-Bürger leben hier und mehr als 600.000 amerikanische Touristen besuchen Bayern jedes Jahr. Der Job als Generalkonsul ist anspruchsvoll, aber ich freue mich auf ein bisschen Freizeit ab und zu. Ich liebe Skifahren, Wandern und Golfspielen und Bayern ist natürlich ein großartiger Ort dafür. Meine Heimat ist Idaho im Westen der USA, wo ich mit meinen Eltern in einem Blockhaus in den Bergen nördlich der Hauptstadt Boise gelebt habe. Idaho ist wie Bayern, ein Paradies für Leute, die Natur und Landschaften lieben. Bayern ist daher wie eine zweite Heimat und ich freue mich darauf, das Land und seine Menschen in den nächsten Jahren wieder zu entdecken. Vielen Dank.